Woher kommt er? Ich komme eigentlich aus Deventer. Deventer? Ja, aber ich wohne hier in Göttingen. Ja, kein Problem. Das ist kein Problem. Aber ich wohne hier in Göttingen. Okay. Ja. So? Danke. Aber ich komme noch nicht her. Okay. Sie ist nur meine Tochter, aber sonst. Ja. Du wohnst hier. Sie ist okay. Also auch am Schauen gehen? Ja. Dankeschön. Schon mit Verträge, dass man da nichts mehr machen darf in der Zeit danach, oder? Ja, das ist natürlich logisch. Ich möchte natürlich nicht, dass wir dann unsere Bekanntheit da bekommen und dann gleich irgendwo anders mit unserem Single ausbringen. Ja, natürlich. So. Das ist für mich schade, aber ich denke, dass auch wenn nach 3 Monaten so noch eine Chance haben. Die bei RTL was rausbringen geht nicht, oder wie das meine ich? Das will ich auch nicht. Nein, ich bin ganz glücklich, dass ich dasselbe wählen darf, was ich gerne singen will. So wie du dir das vorgestellt hast? Besser. Noch besser? Besser, ja. Ich bin richtig, wie heißt das, ja, dankbar. Ich hatte nicht erwartet, dass auch nach DSDS ich noch die Möglichkeit hätte, weiterzugehen. Aber die Resonanz ist auch gut, also. Ja, es geht super. Und ganz viele Auftritte hatte ich gar nicht erwartet. Und dass meine Fans noch immer meine Fans sind, das ist für mich unglaublich, weil es gibt viele Leute, die Fans von DSDS sind. Und dann, wenn DSDS aufhört, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Das heißt, auf die Bank. Aber ich glaube, ich habe ganz coole Fans, weil die sind auch noch da, nach DSDS mal Fans. Das ist super. So. Das sind vor allem auch nicht nur so kleine Teenager und sowas, sondern auch viele Erwachsene und sowas. Ja, ganz viele Erwachsene. Aber ich hatte heute ein Autogrammstück in einem Autohaus und das waren alle Kinder. So. Das war auch ganz schön. So. Das ist super. Wie war das für dich? Wie bist du zu DSDS gegangen? Von dir selber aus oder wurdest du überredet von dir? Oh, das habe ich nie gehört, das habe ich schon so viele Male erzählt. Also, ja. Nein, ich wohnte auf Ibiza und in der Nähe von meiner Arbeit, ich war da auch mal Rollschuh in der Nähe. Hm. Und da war dann ein Casting in einem Disco Bora Bora. Hm. Und dann habe ich so etwas an Schild gesehen, habe ich gefragt an Freunde, die da gearbeitet haben, was ist das? Und haben mir gesagt, ja, das ist ein Casting, etwas mit Singen zu tun. So, dann habe ich eigentlich mehr mitgemacht, Spaß, und dann war ich weitergekommen. Ja, nicht schlecht. Nein, ja, es stimmt. So, das nenne ich Schicksal. Das ist doch schön. Dann wollte ich aber über dich auch irgendwie ein Popcorn, dass du beleidigt abgezogen wärst nach Ibiza und... Echt? Ja, genau, das habe ich im Forum vorhin gelesen. Oh. Irgendwer hat das geschrieben. Oh, dann muss ich mal gucken. Genau. Ja. Das fand ich auch lustig, ja. Du wolltest nicht mehr singen und lauter so Scherze. Okay, dann hoffe ich mal, dass was über Ferdinand geschrieben ist, wo die Wahrheit ist, dass das echt ein Single rauskommt. Das ist nicht, aber das stimmt da wirklich. Habe ich im Forum gelesen vorhin. Also. Okay. Ich finde das so. Es schockiert, ne? Schockiert ist. Ja, es schockiert mich jedes Mal wieder, wenn ich etwas lese, was unglaublich. Eine Geschichte, ich weiß nicht, woher kommt. Weil ich dachte immer, dass es doch irgendwo auf die Wahrheit basiert ist, aber es ist unglaublich. Jedes Mal wieder lese ich etwas und dann steht da auch noch Zitat Rania. Und dann steht da etwas und das habe ich nie in meinem Leben gesagt. Das ist auch komisch. Das höre ich mich auch auf. Ist das hier in Deutschland so oder ist das überall so? Oder meinst du, dass es hier in Deutschland übertrieben wird? Ich weiß nicht, ich bin in Holland auch in den Zeitungen gewesen, aber viel weniger wie in Holland, wie in Deutschland. Und in Deutschland gibt es wohl, wie der Bild, so etwas gibt es in Holland nicht. Ich glaube, dass die Leute hier ganz viel mehr interessiert sind in Gossip wie in Holland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber es ist hier, ja, ich habe hier ganz viel gelesen über mich, was war gar nicht wahr oder nicht. Und ich habe in Holland nichts gelesen, was nicht wahr war. Aber ich weiß nicht, ob das dann nur Deutsch. Bist du noch oft in Holland? Ja, aber ich wohne an die Grenze von Holland und Deutschland. Ich wohne in Deutschland, aber ja, 10 Minuten, 15 Minuten von Holland. Und meine Freunde wohnen alle in Holland. Also ich arbeite und ich schlafe in Deutschland, aber weil ich frei bin, dann gehe ich auch nach Holland. Welche Stadt? Aus welcher Stadt kommst du da? Ich komme aus Enschede, aber da bin ich nicht so oft. Und macht deine Stimmbänder und so, aber jetzt singst du ja sehr viele Auftritte, machen die das alles? Nein, mit? Es geht eigentlich, das ist das Schöne. Nein, das ist das Gute. Ich habe jetzt gemerkt, dass es besser geht. Ich hatte schon erzählt, dass nach der OP war ich meine Kopfstimme habe ich verloren. Ja. Und seit einigen Wochen habe ich das Gefühl, dass es langsam alles wieder zukommt, weil ich singe jetzt ganz viel wieder und dann üben man und dann wehrt man Stimmbänder. Und dann alles geht jetzt besser so. Und das war das früher auch, wenn ich jung war.
ich konnte früher gar nicht singen, aber ich wollte das so gerne, dass ich ganz viel gesungen habe, so dass ich dann nach ganz viel Üben habe ich eigentlich gelernt zu singen. Und dann habe ich 2, 3 Jahre nicht gesungen, weil ich Probleme hatte mit meinen Stimmbändern und da ist alles wieder schlecht gegangen. Und jetzt bin ich seit ein halbes Jahr, drei Viertel Jahr, habe ich jetzt wieder ganz viel gesungen und es geht jetzt richtig höher. So, ich habe das Gefühl, vielleicht in 2 Jahren, hoffentlich habe ich wieder meine ganze Stimme. Ja, ich komme dann alles wieder. Ja. Ja, ich hoffe das echt. Ja, es geht echt in gute Richtung auf. So. Gleich noch eins, dann hat der Augen zu.